Hey hey ihr Lieben und herzlich willkommen im neuen Jahr 2023 mit phänomenalen Projekten, wie ich finde, aber die Meinung kannst du ja dann unten in die Kommentare schreiben, wie du diese Projekte findest. Ich werde jetzt nur auf ein einziges Projekt eingehen und das ist ein Herzensprojekt von Kati von der Familie von mir. Und du siehst vielleicht, erkennst das wieder. Das ist diese Ruine, die ich mal gekauft habe. Ich verlinke das Ding oben drinnen. Wir haben hier wunderbare 10.000 Quadratmeter. Wir haben hier im Hintergrund ein Häuschen, was sehr viel Liebe benötigt. Wir haben eine Scheune. Wir haben hier noch eine kleine Hütte. Und da habe ich mich die letzten Tage mit Kathi hingesetzt und mit dem Großen. Und wir haben uns da wirklich ein paar tolle Dinge ausgedacht, was hier entstehen soll. Und ähm, ich kann dir jetzt schon mal sagen, ich benötige deine Hilfe. Das ist wirklich kein Spaß. Ich benötige deine Hilfe. Wie gesagt, es ist ein Herzenswunsch, den ich aber erst tatsächlich im Februar, Mitte, Mitte Februar vielleicht so richtig präsent dir auch sagen kann oder vielleicht auch erst Ende Februar. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber ich kann dir schon mal sagen, es wird ein Tolles Projekt, was für die Gesellschaft ist, tatsächlich, also für diese kleine Community, die wir hier haben, ähm, nicht nur in Schweden, sondern auch in Deutschland. Und da haben wir uns wirklich was richtig Gutes ausgedacht. Warum ich heute mit dir hier bin, liegt halt einfach daran, dass ich tatsächlich Hilfe benötige, weil alleine kann ich das nicht schaffen. Ich habe im Telegram-Kanal, der ist unten drin verlinkt, auch mal schon eine Anfrage gestellt kürzlich und da haben sich zahlreiche Leute gemeldet zum Thema Workshops die sie anbieten würden oder wo sie mir helfen würden und vielleicht hast du ja auch eine Idee vielleicht bist du ja auch in irgendwas wirklich richtig firm drinne wo du einen Workshop machen kannst online wie offline ja vielleicht auch hier vor Ort ich weiß es noch nicht das müssen wir alles besprechen wir haben da einige Ideen im Kopf und falls du da wirklich Interesse daran hast, diese ganze Sache auch mitzugestalten, dann bitte komm in die Telegram-Gruppe oder schreib mir auch eine E-Mail. Ja, die E-Mail-Adresse ist infofreiheitsleben.de. Ja, da kannst du mir wirklich eine E-Mail schreiben, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt Outdoor-Spezialist oder ich kenne mich aus, wie ich aus Bäumen Kanthölzer mache, etc. pp. Wie gesagt, ich bringe mir das ja auch vieles selber bei, aber ich kann nun mal nicht alles alleine machen und alleine stemmen. Und hier soll halt wirklich was richtig Geniales entstehen. Nicht nur hier vor Ort, sondern auch im Internet. Auch da wird es einige Sachen geben, die sich ja, verändern, die sich verbessern. Jedenfalls auf der Seite von freiheitsleben.de. Ich würde dir schon so viel gerne sagen wollen, bloß... Ich kann noch nicht, ich kann noch nicht, weil wir noch einige, ich möchte mal sagen, Schritte gehen müssen, um diese ganze Sache dann tatsächlich auch an die Öffentlichkeit zu tragen. Jedenfalls einen kleinen Teil davon, nicht alles. <laughs> Aber es geht halt einfach nicht, dass ich dir jetzt schon alles erzähle, gerade in der Phase, wo wir in der Mache sind. Ja, wenn es dann abgeschlossen ist, so ein grüner Haken dran, dann können wir uns mal wieder darüber unterhalten. Das war es erstmal mit den Workshops, wo du vielleicht mithelfen kannst. Aber ich brauche hier auch tatkräftige ähm, muskelunterstützung. Ja, also ich benötige vermutlich ab. Ich denke mal, wenn die Tauphase, du siehst ja über 30 Zentimeter, 40 Zentimeter Schnee liegen hier rum, da kann man noch nicht so viel machen. Klar geht auch ein bisschen was, aber ich denke mal so ab März, April, Mai werde ich hier auch Muskelpower benötigen, denn hier hinten drin soll ein, ich sag's dir schon mal, ein Gemeinschaftsraum entstehen mit einer Küche und so weiter und so fort, aber noch nichts sagen. Ja, denn da hinten. In der Scheune, ne, die muss erstmal ein bisschen ausgeräumt werden. Ähm, ich gehe da auch nicht mit dir rein, weil ich glaube, ich stolpere da. Da kommt auch wieder tolle Sachen rein. So, ne? So ein Aufenthaltsraum, vielleicht eine Tischtennisplatte und so weiter. Ja, aber alles zum späteren Zeitpunkt. Ich freue mich, wenn dieses Projekt hier fertig ist, beziehungsweise in der Mache ist, ihr Lieben. Ja, hier in diese kleine Hütte, ja. Also, falls sich jemand auskennt, wie man aus dieser Hütte eine Sauna macht, ja, bitte bei mir melden. Ne? Vielleicht gibt dann ein Workshop hier direkt vor Ort, das wäre doch geil, ja, wenn man eben voneinander lernt, Wissen weitergibt oder einfach Kontakte aufbaut zu Leuten, die eben dieses Wissen haben. Ja, wie komme ich auf diese ganze Sache? Ich habe jetzt ungefähr, ich möchte sagen, so ungefähr 12, 13 Millionen Euro mit den Anzeigen bei YouTube verdient. Ist doch der absolute Wahnsinn. 12, 13 Millionen, ich weiß es nicht. <laughs> Nein, ihr Lieben. Ich mache da natürlich nur Späße. Ich habe jetzt im gesamten Zeitraum tatsächlich, ich kann es auch mal einblenden, 960 Euro Pi mal Daumen, mit YouTube verdient, weil ich diese Werbeanzeige drinne habe. Dann gibt's ja noch diese T-Shirts von Freiheitsleben und ich muss euch immer wieder sagen danke, danke, danke. Also da wird auch kräftig eingekauft. Da sind auch ein paar, ich möchte vielleicht so 200 Euro drauf auf dem Konto. Und das geht hier auch alles in das Projekt rein. Aber auch noch viel mehr, ihr Lieben. Also es ist nicht so, dass es äh, dass man jetzt mit 1200 Euro diesen ganzen Umbau schaffen könnte oder so. Nee, das ist nicht möglich. Aber ähm, wir haben da ein paar Dinge vor und die werde ich euch nach und nach vorstellen. Und ich wollte aber mit diesem ersten Video in diesem Jahr auch die Euphorie von mir weitergeben. Ja, also diese Euphorie, weil wir werden hier Menschen, die finanziell tatsächlich am Boden sind. Ja, äh, die werden wir hier eine schöne Zeit geben können und geben wollen. Und ähm, wir müssen da richtig Gas geben und deshalb brauche ich Hilfe, weil wir wollen dieses Jahr schon anfangen damit. Wir sind auch schon in der kompletten Vorbereitung. Wir haben heute Morgen am Küchentisch gesessen und aufgeschrieben, was wir alles benötigen, welche Leute wir benötigen. Also hier hinten drinne: Wir brauchen Elektriker, wir brauchen einen Schreiner, wir brauchen einen gas sanitär etc. pp. Wer Bock drauf hat, wirklich so ein zwei Wochen zu helfen, ja. Darf sich gerne bei mir melden, E-Mail-Adresse info@freiheitsleben.de oder in der Telegram-Gruppe. Ja, ihr Lieben, ihr merkt, dass ich da wirklich für brenne. Aber nicht nur ich, auch Kati und die restliche Familie, die brennen wirklich für dieses Projekt hier vor Ort. Und warum wir diese ganze Sache machen, liegt halt einfach daran. Uns geht's ja, ich sag mal so, gut. Ja, nicht relativ gut, uns geht's gut. Und was ist es da besser, wenn man da auch mal ein bisschen von seinem Gutgehen weitergibt und Leute einfach mit ins Boot holt, äh, gerade durch diese Workshops, wo man sich austauscht, wo man Verknüpfungen schafft, wo man wieder Wissen aneignet, was man, sag ich mal, was einen verloren gegangen ist, beziehungsweise was einem niemals beigebracht wurde? Ja, mittlerweile haben sich ja einige Leute bei mir gemeldet, unter anderem welche, die kennen sich aus mit Kräuterkunde, mit Pilzkunde, mit Tinkturen, Salben und so weiter äh, selber machen, mit Yoga, mit Meditation. Also wirklich alle Sparten, Outdoor, Survival, äh, Lehmofen bauen und, 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 und. Also wirklich ein, ein Unmengen an Wissen, die da draußen, ja, ähm, vielleicht in dem Workshop denn uns zur Verfügung gestellt wird, wodurch wir alle wieder weiter lernen können. Und genau das soll das Ziel sein. Die ganzen Videos und so weiter, alles was da entsteht, diese ganze ähm, Workshop-Sache und die hier vor Ort, da werde ich mir noch ganz genau Gedanken machen, ähm, wo die denn publiziert werden. Ich gehe davon aus, dass die nicht nach außen gehen sollen, sondern dass es wirklich die Leute, die eben helfen, und die dabei sind und auch noch andere Möglichkeiten gibt es dafür, die, die können dann tatsächlich davon partizipieren. Ja, ja. und jetzt genießen wir mal kurz die Stille. Mein Gesabbel kann sich ja keiner anhören. Ja, diese verträumte Landschaft hier, die muss wieder mal mit Leben gefüllt werden. Und wenn es auch nur für ein, zwei, drei, vier Wochen sind. Aber darauf freue ich mich dieses Jahr besonders. Und ich freue mich auch auf jeden, der mich jetzt schon unterstützt dahingehend. Und die, die noch kommen werden, da freue ich mich auch. Und vor allen Dingen diese glücklichen Kindergesichter, die da kommen werden. Das weiß ich. Ich weiß es. Aber ich sage nicht so viel dazu. Kann ich noch nicht. Im Ernst, Leute, das ist nicht gespielt. Ich freue mich da wirklich drauf. Ich stehe jetzt gerade hier und habe alles schon vorm Auge. Wirklich. Das wird geil. Naja. Gut, ich möchte dich auch nicht länger langweilen mit meiner Euphorie. Vielleicht kannst du es auch gar nicht verstehen. Dann schreibe es auch rein. Ah, ne, schreibe es nicht rein. Ich bleibe auf diesem Level. sage ich dir. <laughs> ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes. Traumhaftes, erfolgreiches, wissensreiches Jahr 2023 mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Gesundheit und alles, was du dir vorstellst. Du sollst es im Überfluss haben und ganz wenige Sorgen. Und wenn es Sorgen gibt, denk immer daran: Du hast zu essen, du hast ein Dach über dem Kopf, da geht es einem schon wesentlich besser als vielen Millionen oder vielleicht sogar Milliarden Menschen weltweit. Ja, und vielleicht wenn wir gemeinsam was packen, ja, dann gehen auch viele viele diese komischen Krisen vorbei, glaube ich. Das glaube ich ganz tief und fest. In dem Sinne, mach es gut. Ciao ciao.